Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Tuxer. So, heute wird es lustig, heute wird es tuxig. Heute gibt es eine Demo zu lustigen Bash-Befehlen und Tuxe ohne Ende. Das ist heute Thema meines heutigen Videos. Also nichts Anspruchsvolles, etwas so zur allgemeinen Information. So würde ich es ungefähr einordnen. Ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Öffne dazu ein paar Terminalfenster und werde alles, was ihr jetzt seht, über den Terminal starten. Ja, ich würde sagen, ich starte einfach mal die Demo und untermal das Ganze ein bisschen mit Musik. Und ihr könnt das Ganze einfach mal ein wenig einwirken lassen. Und natürlich müsst ihr jetzt staunen, das ist ja selbstverständlich, ne? Ein herzliches Willkommen beim Tuxer. So, jetzt werde ich mal so zwei Sätze zur allgemeinen Installation der ganzen Apps eingehen. Ja, und zwar die X-Pinguins. Das war schon ein großes Problem. Man hat zwar die Möglichkeit, wenn man ganz normal jetzt hier über die Konsole das installieren möchte, über sudo apt install xpensions, kann man diese installieren. Aber das Problem ist, dass dieses Paket in den Softwarequellen ist schon zu sehr veraltet. Ja, und deswegen hat man eigentlich nur die eine Möglichkeit, das Ganze sich über diese Seite hier herunterzuladen. Gibt es hier mal eben ein. Genau, das wäre jetzt hier die offizielle Homepage oder Downloadseite von X-Penguins-Files. In der Version 3. Ja, hier seht ihr, das ist ja schon 3.2. Die müsst ihr euch herunterladen. Witz ist sogar noch recht aktuell, wie man hier sieht. Ne? 2021 wurde es zum letzten Mal aktualisiert. Und ich glaube, genau, und darüber kann man sich das dann herunterladen als Depp-Paket. Nur, man braucht noch da ein paar Zusatzpakete für. Wie man hier vielleicht erkennen kann, kommen diese Fehlermeldungen hier, dass XPM, XEXT fehlt und GTA plus 3.0 fehlt. Und zum Schluss kommt nochmal eine Fehlermeldung,
dass dieses Paket dir fehlt. Und das kann man sich dann dementsprechend hier drüber herunterladen und installieren. Funktioniert auch ohne Probleme. Genau, hier habe ich mal so aufgeschrieben, wie ich vorgegangen bin. Das Paket Nummer 1, Paket Nummer 2 und das ist hier GTA 3 Paket. Ja, und dann ganz normal über Config, sudo make, sudo make install kann man diese dann installieren und dann sollte es fluppen. Ja, das ist ziemlich viel Text hier. Ich packe jetzt einfach mal unter das Video und dann solltet ihr, denke ich mal, auch hinbekommen, dass ihr hier die lustigen Pinguine, das wären diese hier, kann ich nochmal ganz kurz zeigen. Sogar mit Icon wird das dann erstellt. Genau, das wäre die Installation für die Pinguine als solches. Hier kann man auch diverse Einstellungen dann hinterher machen. Speed, so laufen sie ein bisschen schneller, ne? Dementsprechend. So ein bisschen langsamer. Dann kann man noch ein paar andere noch aktivieren. Jetzt habe ich mal alle aktiviert. Mit Ballons zum Beispiel. Mit Simpson. Und so weiter. Hier einmal mit Blut, ohne. Oh, mit Blut. Oh, nein, kein Blut. Ah, Gott sei Dank. So, das muss ich, glaube ich, rausschneiden mit dem Blut. Das geht mal gar nicht. Das ist nicht kinderfreundlich. Und zack, einfach mit dem X lässt sich das dann auch wieder dementsprechend beenden. Ja, und alles andere sind eigentlich im Endeffekt, das alles, was ihr jetzt aus dem Terminal seht, das sind alles im Endeffekt Terminal-Befehle. Wie zum Beispiel XI. Ups, nicht ausschneiden. Wenn man das dann hier im Fenster eingibt, XI, dann hat man jetzt hier die lustigen, natürlich heißt es XIs, hat man hier die lustigen Augen, ne? Allzeit bekannt. Und mit Steuerung C kann man das Ganze dann auch ganz einfach wieder beenden. XDuck hätte man so eine Quietschente, die dann eigentlich so direkt auf dem Desktop als Overlay platziert werden kann. Für uns wäre natürlich interessant, der X-Pinguin. Das wäre der gute hier. Und wie man vielleicht unschwer an meinem Label erkennen kann, was ich für meine YouTube-Seite immer benutze, das wäre ja das hier. Gibt es eine gewisse Ähnlichkeit, ne? Um nicht zu sagen, das ist genau der gleiche. Da habe ich nämlich mein Tuxer. Und wo wir gerade das Foto mal aufhaben, man kann sich sogar Fotos als ASCII-Code einzeigen lassen. Das habe ich so gemacht, das zeige ich auch mal eben. Da hatte ich welchen Befehl nochmal? Ich muss mal ein bisschen hin und her switchen. Oder habe ich euch das gar nicht gezeigt? Genau, das ist der hier. Genau, dann hätte man jedes beliebige JPEG-Bild. Ich weiß auch nicht, ob es auch PNG unterstützt. JPEG auf jeden Fall. Kann man sich dann auch als ASCII-Code anzeigen lassen. Genau. So, was habe ich euch vorhin noch gezeigt? Banner zum Beispiel. Ja, das ist ja der Befehl Banner. Kann ich mal eben ganz kurz machen. Ich habe hier vorher mal ein Clear gesetzt, einfach nur, dass hier der Bildschirm sauber wird. Und dann und Banner Tuxer. Und dann hat man dementsprechend diese Schrift als Banner. Ich kann natürlich auch was anderes eingeben. Linux GNU zum Beispiel. Und dann hätte man das so. Oder eine andere Darstellung wäre jetzt zum Beispiel auch diese hier gewesen. Das wäre dann über den Befehl Clear. Ist klar, dass der Bildschirm wieder sauber wird. Und dann Figle oder Figlet, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Und dann einfach einen Text, den man haben möchte. Und schwuppdiwupps hat man hier einen wunderschönen großen Text stehen. Ja, ich muss dabei sagen, es ist nicht von vornherein mit installiert, aber es ist alles in den allgemeinen Paketen enthalten. Hier habe ich meine ganzen Pakete aufgelistet, was das zu bedeuten hat. Genau, die müsste man sich dementsprechend nachinstallieren. Man kann sich sogar eine ganze Star Wars Episode hier mit diesem Befehl hier anschauen. Jetzt weiß ich nur nicht, in welchem Paket das drin war, das weiß ich gar nicht mehr. Vielleicht geht das auch so out of the box. Müsst ihr einfach mal ausprobieren. Telnet und dann einfach diesen Befehl. Und dann kann man sich hier Star Wars anschauen. You don't know the power of the dark side. Oh.
Also wie man vielleicht sehen kann, ist das wirklich sehr, sehr gut gemacht auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob der ganze Film dementsprechend jetzt hier läuft. Ich habe mir das mal so eine halbe Stunde lang angeguckt. Also mich würde es nicht wundern, wenn hier der ganze Film so dargestellt wird. Gut, so viel zu Star Wars. Dann hatten wir noch X-No. Das lässt sich ganz einfach über die Pakete mit den altbekannten Befehlen installieren. Sudo apt-install X-No. Genau, das wäre dieses Paket hier. Beziehungsweise lässt sich dann auch hier drüber dann aufrufen. Was natürlich wirklich richtig, richtig klasse gemacht ist, sind natürlich diese Vögel hier. Ich finde, die sind sehr, sehr gut animiert. Läuft jetzt hier über beide Bildschirme. Jetzt könnt ihr nur einen Bildschirm sehen, aber jetzt kommen sie wieder nach oben, die Vöglein. Ja, also mir gefällt das sehr gut. Das kann man gerade jetzt zu dieser Jahreszeit, wo kein Schnee liegt, oder aber eigentlich Schnee liegen sollte, kann man so etwas, finde ich, sehr gut gebrauchen. So. Ja, und das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!